Hallihallo, ihr Lieben. Wir sind heute am Senftenberger See. Sieht total grün aus hier. Ja, vom See sieht man gerade nicht so viel. Da sind gerade ganz viele Bäume. Und wir schauen jetzt mal, ob wir was finden können für den Phil, damit er... Du wirst auf jeden Fall was finden, wenn du dann die Videoaufnahme anguckst. Dass du mein Eis die ganze Zeit wegschlägst und ich habe bloß eine Kugel. Frechheit. Und ich habe es auch noch bezahlt. Ich bin ein Mensch, der nie Bargeld einsteckt hat. Ich eigentlich auch nicht, aber... Es gibt auch noch Wunder. Oh oh. Komm mal raus, weg. Philly ist der Schisser von uns beiden. Ich hab nur gesagt, dass wir wegrennen müssen. Schisser. Wir laufen jetzt mal etwas hier entlang. Weil Phil mal wieder was filmen wollte. Nein, eigentlich wollte ich hierher unbedingt. Weil ich es hier ganz nett finde, vor allen Dingen vorne, da waren wir gerade, nämlich Eis holen, beim Hafen. Den gibt es ja relativ neu erst. So neu ist er nun auch nicht mehr, aber erst seit ein paar Jahren haben die das ja alles sehr, sehr hübsch gemacht. Genau. Und wenn wir dann soweit sind, dass wir mal wieder was Spannendes filmen können, zeige ich euch das. Bis dann. Ich habe Milchreis. Nein, das hast du nicht korrekt gesagt. Milchreiseis habe ich. Hier seht ihr jetzt auch mal was vom See. Ich bin jetzt voll der Rasenlatscher. Aber ich finde das total schön. Im Sommer kann man hier auch natürlich hin, um zu baden. Problem ist, hier ist es immer voll. Ist total schön. Ja. Und ganz klares Wasser. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Phil und die Schuhprobleme. Das heißt, dass sonst immer die Frauen hätten das falsche Schuhwerk an. Diesmal ist es der Mann. So jetzt eingebitscht. Erst Schuhprobleme und dann noch zickig, ne? Typisch Mann. Guck mal. Das Steg hat nicht funktioniert. Das sieht aber auch gut aus. Oh, das kommt jetzt an. Jetzt gibt's Stumpf. Du bist sozusagen das vorlaute Pony. Also falls ich noch nicht gesagt habe, das mit dem Steg, das wurde jetzt nichts, weil dieses Steg zu einem Restaurant gehört und dieses Restaurant hat erst in einer Dreiviertelstunde geöffnet. Und das heißt wiederum, dass ich jetzt beschlossen habe, dass wir jetzt wieder zurückgehen und wir uns jetzt Häuschens angucken, weil die Häuschens teilweise total hübsch sind, total niedlich. So schnell wieder locker. Damit man sieht, was wir gemacht haben. Was man in seinem Senftenberg so machen kann. Was trinken. Ist doch schön. Wasser. Oh, das ist voll warm. Das ist viel wärmer als bei uns. Zombie-ähnliche Wesen. Hat der MP3-Player drin? Zombies wissen schon, was MP3-Player ist. Das sind die modernen Zombies. Ja. Ich muss jetzt noch mal kurz filmen, weil es hier gerade richtig, richtig cool aussieht. Hier hinter mir habt ihr Wald. Und dann habt ihr hier einmal See. Und mit dem Schiff, das sieht total schön aus. Mit etwas Sand. Total klares Wasser. Total schön. So, Phil hat jetzt nun doch ein Motiv gefunden, was er gerne filmen möchte. Deswegen sind wir jetzt nochmal angehalten. Wir fahren danach weiter, nach Hause wieder. Ja. Sind jetzt etwas rumgelaufen beim Senftenberger See. War ganz angenehm.
Allerdings, wenn die Sonne rauskam, war es doch etwas warm geworden. Jetzt sind wieder ganz viele Wolken, falls ihr das sehen könnt. Kann man ja nie rausschneiden, ne? Liegt ja nie an dir, wer es schneidet. Doch. Ich habe nämlich ganz viel schon selber geschnitten. Das muss ich aber ihr lassen. Sie hat sehr dazugelernt, schneidet ihre Videos mittlerweile so gut wie alle selbst. Und bin ich natürlich total stolz, weil ich habe das ja auch ihr beigebracht. Da muss es ja gut sein. Da ich dich gerade die ganze Zeit angeguckt habe, brauchst du gar nichts zu tun.